super Stimmung am Hundefreilauf. Rennen, was das Zeug hält. Hopsen, bis die Ohren wackeln. Podenkos und Galgos im Geschwindigkeitsrausch. Im Stadtverkehr würden sie geblitzt. Schnell kommen sie auf 60 Kilometer pro Stunde. Im Haus sind sie beinahe wie Katzen. Ruhig, sanft und wenn ihnen danach ist, auch ein bisschen schmusig. Das ist die scheue Mina. Und das der schöne Clooney. Geboren wurden beide auf Mallorca. Ein wirklich sonniges Leben haben sie aber erst, seit sie bei Britta Schmitz in Köln wohnen. Aber wie ist sie auf diese Hunderasse gekommen? Tatsächlich über Tiere suchen ein Zuhause. Ich habe die damals in einer Sendung, wurde halt wahrscheinlich einer vorgestellt und das wurden ja dann öfter Podenkos gezeigt. Und da habe ich mich so, fand ich so eine tolle Erscheinung, das ist so ein besonderer Hund. Habe ich mich erst da so in die besonderen Hunde verliebt, aber dann einfach nur immer im Internet geguckt und dachte, ich kann eh nie einen Hund selber halten und... Ja, ein paar Jahre später hat es dann doch geklappt. Zuerst zog Mina ein, dann kam Clooney. Der Rüde sollte eigentlich nur Pflegehund sein, aber auch er durfte bleiben. Beim Spaziergang sind beide immer angeleint, denn ein Rascheln im Gebüsch und der Podenko wäre weg. Auf Jagd nach Mäusen, Kaninchen und Katzen. Das liegt ihm im Blut. Also er ist auf Selbstständigkeit gezüchtet, also er geht alleine los, er macht seinen Job zu Ende und... kommt dann irgendwann wieder. Und das kann halt Stunden dauern. Und in Deutschland sind halt überall Straßen, die die Wege kreuzen. Und das muss man halt wissen, dass man im Zweifelsfalle nur mit Leine unterwegs ist. Er kommt direkt vom Jäger, ist abgegeben worden in dem Tierheim von Hunde aus Mallorca. Also die Jäger sortieren halt die Hunde aus, die für ihre Zwecke nicht vernünftig arbeiten. Hunde, die im Tierheim von Mallorca landen, sind Glückskinder. Anderswo in Spanien werden sie erschossen, ausgesetzt, an Bäume gebunden, damit sie verhungern. Weil sie nach spanischen Jagdmaßstäben versagt haben. Vielleicht beißt er das Kaninchen tot, was nicht erwünscht ist. Oder er hat im Rudel Probleme oder was auch immer. Oder er kommt nicht wieder, wenn zurückgefahren wird. Also das kann vieles heißen, aber das muss nicht heißen, dass er nicht jagen geht. Und genau dieser Jagdtrieb, gepaart mit atemberaubender Schnelligkeit, macht es den deutschen Besitzern schwer, ihre Hunde im Wald abzuleinen. Doch diese athletischen Sprinter müssen einfach laufen. Seit die Galgo- und Podenko-Fangemeinde hierzulande ständig steigt, sind auch die Freiläufe für diese Rassen immer häufiger geworden. Der in Köln-Neubrück ist ein richtiger Renner. Auch Mina und Clooney treffen sich hier mit ihresgleichen. Das Grundstück hat die Größe von 2 Fußballfeldern. Geradezu genial für die flinken Spanier. Christiane Nadol vom Team Hunde aus Mallorca ist eine der Organisatorinnen des Freilaufs. Diego, der Podenko-Schäferhund-Mix, bekommt noch ein blaues Halstuch umgebunden. Daran sieht man, dass er zu vermitteln ist. Der Freilauf bietet eine gute Gelegenheit, Hunde wie Diego zu beobachten. Und zu entscheiden, ob so ein Powerpaket das Richtige ist. Die Leute vorher kennengelernt haben, persönlich. Und wir machen üblicherweise auch eine Vorkontrolle zu Hause, wobei es dann nicht darum geht, dass man weiß, wie das Sofa aussieht, sondern einfach nur, wie gehen die Menschen mit einem fremden Hund, dann hat man einen Hund dabei in der eigenen Wohnung um. Welche Erwartungen haben sie an den Hund? Ist das realistisch? Der Auslauf in Köln-Neubrück ist in mancher Hinsicht etwas Besonderes. Trotz der vielen Hunde gilt hier das Motto Leben und Leben lassen. Überflüssige Regeln, die Mensch und Tier den Spaß verderben, gibt es nicht. Ja, ich sag mal, wir haben keine ganz strengen Regeln, keine Vorschriften, ob nun ein Halsband dran sein darf oder ein Geschirr oder ob nun Leckerchen an die eigenen Hunde gegeben werden dürfen oder nicht. Ich sag mal, mit gesundem Hundeverstand und der gebotenen Höflichkeit geht das eigentlich ganz gut hier. Das Gelände ist groß, da sollte jeder ein Auge drauf haben, ob irgendwo Kot rumliegt oder wenn sich Hunde zu sehr stressen, dass sie dann mit Augenmaß eingreifen, aber sonst gibt es keine engen Regeln. Pellemännchen, komm mal her! Ja, auch Pellemännchen ist ein echter Podenko und ein richtiger Jagdhund. Die großen Podenkos und die Galgos sehen sich zwar ähnlich, sind aber leicht an den Ohren zu unterscheiden. Bei den Podenkos stehen sie, bei den Galgos sind sie geknickt. Clooney und Mina genießen den Freilauf mit ihren Verwandten.
zu Hause wird der Turbo einfach ausgeschaltet und sie sind wieder sanft wie Miezekatzen. Ja, das sind wirklich ganz